Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar ein Projekt, besser ein Spiel, was eher nicht so sehr zum Dienstag passt. Und ich mache es deswegen am Dienstag, weil ich es nirgendwo sonst passt. Es ist kein großes Spiel, es ist eher ein kleines Spiel, eher was Spezielles. Und deswegen zeige ich es euch jeden Dienstag 15 Uhr gibt es jetzt dieses Spiel und ihr seht da noch keinen Titel oder so. Ich hoffe auch die Webs-Aufnahme funktioniert und zwar ist das Emergency, oh Gott, Englisch, Emergency und zwar die Emergency-Reihe. Wer sie kennt, wer sie liebt, das ist eine Reihe, wo man, einen Rettungsdienst spielt, einen Rettungsdienstassistenten, einen Rettungsdienstleiter, der halt sich darum kümmert, dass die Polizei, das THW, die Kranken, Feuerwehr, der Krankenwagen, das Rote Kreuz an Unfällen kommt, an Einsätzen kommt und dort Leben rettet. Und ich habe mir gedacht, weil es sehr viele tolle Spiele gibt, ich meine Kinder damit gerne verbracht habe, dass ich euch die Reihe zeige. Und zwar ab dem Teil 2, ab dem Teil 2 bis zum Teil 2013. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 Teile. Die ich euch nach und nach zeige. Also wir spielen zuerst das Tutorial jemals, dann spielen wir die ganzen Mission bis zum Ende, also bis es keine Mission mehr gibt und dann beginnen wir mit dem neuen Spiel. Also sozusagen so ähnlich wie ein Painkiller-Marathon, der immer 18 Uhr kommt, dienstags, gibt es 15 Uhr dann immer Emergency. Oh Gott. Ich nenne es Emergency, das ist mir am liebsten. Emergency Deluxe. Für Freunde der guten Nachtunterhaltung. Und da werden wir ein bisschen ein paar Leben retten. Nusscafé wird zum Lebenretter. So, und noch eine kleine Vorwarnung, falls die Aufnahme ein bisschen spinnt, ein bisschen spackt. Das Spiel ist ziemlich alt. Das ist aus dem Jahr 2000, noch was. Und ich habe Mühe gehabt, das Spiel so zum Laufen zu bringen. Und es ist der erste Versuch, dass es funktioniert. Falls es nicht klappt, dann tut es mir leid. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich habe 7 Frames per Second. Das kann nur gut sein. Das kann nur gut laufen. Deswegen, lass uns loslegen und ich hoffe, es geht alles gut. Wie gesagt, hier die Einstellung auch alles gut eingestellt. Deswegen, lass uns mal zum Tutorial gehen. Ich höre auch gar nichts. Ich hoffe mal, es ist gut so. Und lass uns mal probieren, wie spielt sich dieses Spiel überhaupt? So, Ladetutorial. 4 Frames. Wow. OBG 2. Ultimate Fight for Life. Der Minister ist heute zu Besuch auf der Messe. Sie leiten die Vorführung des neuen Einsatzequipments. Wenn alles glatt läuft, wird der Minister Sie zum Leiter der neuen Einsatzzentrale ernennen. Übrigens, wenn Ihre Maus über ein Mauswheel verfügt, können Sie den sichtbaren Bildschirmbereich durch Drehen des Mauswheels verändern. Klicken Sie auf das Mauswheel, um zur Normaleinstellung zurückzukehren. Ich muss als erstes mal den Sound ändern. Viel zu laut. Das ist ja immer noch zu laut. Ich mache mal den Sound so. So. Ich höre nämlich seine Stimme nicht mehr. Und zwar, das ist Emergency. Ich kann es nicht sprechen. Mein Gott, ist das peinlich. Es sieht sehr schön aus. Es ist, wie gesagt, es ist etwas älter, das Spiel. Ja, so kann man nicht bewegen. So kann man bewegen. Das ist doof, weil meine Hand ist nämlich so. Okay, also, genau, das ist das Einsatzort. Das ist jetzt erstmal die Übung, weil wir sind ja ein Tutorial. Und der Minister, wir sollen beweisen, dass der Minister stolz auf uns sein kann. 2010, das kann nicht stimmen. Dass der Minister stolz auf uns sein kann. Emergency, genau. Oh Gott, ist mir gerade eingefallen. Also, dass der Minister stolz auf uns sein kann und deswegen soll man ein bisschen was beweisen. Jetzt kommt der Minister hier. Deswegen, lasst uns mal auf den Polizisten klicken. Ich verstehe rein gar nichts. Ich höre nichts. Also, es ist wirklich grausam. Ist das bei euch auch so laut? Vor allem höre ich nur auf einer Seite mal. Verdammt. Rechte Maus, das habe ich verstanden. Und dann ab.
Sie sind noch grün. Das Spiel ist schon etwas älter. Okay. Eine Stelle, um auf die Person dort hinzubringen. Sie haben die Vorbereitungen abgeschlossen. Der Minister ist jetzt eingetroffen. Die Demonstration des neuen Equipments kann beginnen. Zuerst stellen Sie unsere neue Rettungsschirme. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Feuerwehrmann. Okay. Also mit der linken Maustaste wählen wir Leute aus. Das ist der Minister, ist übrigens angekommen. Das ist der da. Warum auch immer der Minister dort sich die Feuerwehr anschaut. Mit der rechten Maustaste können wir mit Objekten interagieren. Und da haben wir jetzt mit dem Feuerwehrwagen interagiert und sollen uns jetzt eine Rettungsschere rausholen. Die wir dann... Also er spricht im Hintergrund, aber ich höre seine Stimme überhaupt nicht. Es ist so leise, aber ich kann auch nichts einstellen. Ich habe jetzt auch die Musik eigentlich ganz leise gestellt. Die Musik ausmachen bringt auch... Ah, verdammt! Sorry. Ich minimiere mal hier alle Fenster, die ich hier offen habe. Ihr seht eigentlich jetzt gar nichts so. Ich hoffe, die Aufnahme läuft immer noch weiter. Es läuft. Warum ist es jetzt nicht abgestürzt? Das ist das Problem bei so alten Spielen. Ich kann mal gucken, wie alt das ist. Von 2002. Das war sehr schlecht programmiert. Stronghold ist nämlich auch von 2002, 2001. Das sieht besser aus. Lässt sich auch besser frapsen, habe ich das Gefühl. Es ist abgestürzt. Na? Bei der ersten Aufnahme? Ich sehe nichts mehr. Es ist Schwarzbild. Haha, technische Probleme beim ersten Mal. Ah, alte Spiele zu frapsen macht keinen Spaß. Das kann ich euch sagen. Organisieren. Okay. Ich lese euch mal die Packung, also das CD-Cover vor. Also da ist ein Feuerwehrmann, der in sein Walkie-Talkie spricht und bisschen lüstern aussieht. Dann ist da hinten Feuer, dann ist ein Hubschrauber dort und ein Mann, der die Arme wie Jesus ausbreitet. Ne, geht's? Okay, mein PC scheint abgestürzt zu sein. Ich komme auch nicht zu den... Ah! Aber ich... Ist es abgestürzt? Nö, ist nicht abgestürzt. Ich probier mal. Ne? Bist du abgestürzt? Ah, Leute. Das ist kein Spaß, kann ich euch sagen. Na. Woo! Ba. Ne, ist abgestürzt. Nach 7 Minuten. Okay. Das war Part 1, sozusagen. Ja, guck mal, eigentlich jetzt so getrost eigentlich vergessen. Ne, es geht nicht. Ist abgestürzt, ist aus. Das war Part 1 von dem Mist. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wie gesagt, also ich werde mal schauen, ich werde das nochmal Part 2 nochmal gleich am Anschluss aufnehmen und mal schauen, wie sich das anfühlt, wie sich das spielt und ich verspreche euch, ab Teil 3 wird es besser, weil Teil 3, 4, 2013 sind deutlich besser und programmiert und sehen auch besser aus und das läuft an alles, glaube ich, flüssiger als dieses alte Spiel, was ich auch jetzt zum ersten Mal starte, muss ich sagen, also es ist blind. Deswegen, es tut mir leid, ich werde mein Bestes geben, dass es jetzt zum Laufen bekommt und falls es euch nicht gefallen hat, dann lasst es mich wissen oder schreibt mich nicht an, bei nächste Woche, der Woche drauf, am nächsten Dienstag wird es dann den richtigen Part geben, der dann auch richtig läuft. Also, das war's, Leute, und bis dann. Tschüss.